So, willkommen zurück und wir sind jetzt auf dem Weg zu Auge des Helios. Da bin ich mal gespannt. Oh, Jake ist auch schon hier. Der Laserkern wartet. Los geht's. Alles klar. Ja, diesen Bug hatte ich schon mal gehabt. Hier war ich schon mal mit einem anderen Charakter. Und hier ist einfach kein Sound. Die Schüsse hört man, aber das Nachladen hört man nicht. Kisten eröffnen hört man nicht. Immer noch derselbe Mist. Springen hört man. Wir müssen hier durch. Das ist doch Mist. Das ist eine elektrische Konvergenz. Dingsbums, spielt keine Rolle. Warte einfach, bis der Laser feuert und rennt dann erst durch. Das raubt dem Ding kurz die Energie und der Strom fällt aus. Okay. Warte noch. Jetzt, schnell! Mann, ich hasse dieses Ding. Wer bessere Laser würde es nicht brauchen. Oder sie hätten sich wie eine riesige Todesfalle gebaut. Jetzt hört man die Schritte auch wieder. Ich weiß nicht, warum das hier so ist in dem Bereich. Ah, jetzt hört man das Aufheben auch wieder. Ja. Verfluchter! War ja klar. Von der anderen Seite abgeschossen. Danke, Sarpedon! Wir müssen leider außen rum. Nehmen wir den Lift nach oben. Naja, so langsam wird's. Du willst nicht mehr rein? Gut, dann geh ich alleine. Jetzt hört man wieder alles, gut. Begib dich zum Laserkern. Gott. Colonel T. Zabert und bis zum letzten. Oh, was? Zu feige, um selbst gegen mich anzutreten, Jack. Oh, warte, ich muss. Okay, das bleibt jetzt meine Deckung hier. Also, geht er recht schnell down. Wo hat die denn ihre Schwachstelle? Ich mache überhaupt keinen kritischen Schaden. Ja gut, ist jetzt nicht nötig mehr. Das war nicht leicht, was? Mann, bin ich froh, dass dieses Arschloch tot ist. Lass mich. Deine Zeit ist bald gekommen, Kammerjäger. Gott, du willst jetzt zu Atem kommen und ich hab hier ein Problem. Oh nee. Das hätte euch so gepasst. Hört für Sarpedon. Hä, wir schreiten da noch um. Nicht immer noch! Oh Gott, wie sieht die denn aus? Ein Tod, um Millionen zu retten. Huh! Was ist das denn? Boah, da muss ich. Boah. Deine Munition ist alle. Ja, warte.
Erledigt? Feuer einstellen! Ich bin noch nicht fertig mit ihr. Es ist unwichtig, was heute geschieht. Dein Fall wird kommen. Ja, ja, schön. Wo ist die Kammer? Versteckt unter einem Haufen Chemieabfälle. Ich habe gesehen, was drin ist. Du kannst nicht... Oh, Moment! Du hast reingesehen? Die Kammer ist offen? Du musst umkehren. Die Macht in dieser Kammer wird eine Kette von Ereignissen lostreten, die... Klar. Die Kammer ist also offen, ja? Cool. Nun zu diesem Laserkern. Orange, 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 orange! Yeah! Was haben wir denn hier? Prismatic Bulwark. Endlich mal wieder ein Legendary hier. Hohe Chance, gegnerische Laser Feuer zu absorbieren. Wird deine Rucksack hinzu. Erhöht Laserschaden, Laserresistenz. Zählt das jetzt nur für Lasermunition, die Absorbung? Ah, gleich mal angezogen, hat wesentlich mehr. Wo ich den anderen Schild halt schöner fand, wegen dem Booster Drops. War echt nicht schlecht. Was haben wir denn noch hier? Ist hier sonst nichts gedroppt? Ah, ich brauch so eine schnelle SMG, die wären geiler. Das war's, mehr gibt's von ihr nicht. Ich behalte meinen Legendary. Ja, das war's wohl. Aber ein schön... Gott, hätte ich doch nicht durchlaufen sollen. Aber ein schönes Schild jetzt. Okay. Ah. Weiß und grün. Oh. Sniper, Sniper ist immer gut. Yes! Ich liebe diesen Dreierschuss. Sehr schön. Leider kein Säure oder generell Effektschaden mehr, aber egal. Wesentlich auf jeden Fall mehr Schaden. So, nächste. Ah. Shotguns. Oh Gott, eine weiße Shotgun. Gott, die hat ja noch mehr Schaden. Irgendein Nachteil wird die haben. Das ist eine Jacobs. Jacobs heißt sie. Naja, Rückstoß ist ziemlich krass. Mal hier. Wieder dieser Soundbug. Ein Raketenwerfer hatten wir ewig nicht, ne? Habe ich generell keinen. Ich sammle mal einen auf hier. Snipers. Ne, das da. Elektroschaden. SMG. Schöne Pumpe wäre geil für Nahkämpfe. So kann man Einzelschuss machen. So kommen gleich drei raus. Oder eher gesagt, ganz viele. Und Feuerschaden, ja, mal sehen. Spawnt hier auch was? Explosionsschaden, die wollte ich schon ewig mal wieder haben. Die ist auch noch schnell. Sehr schön. Ich glaube, wir haben eine bessere Sniper. Das ist noch nichts, ziemlich langsam im Schuss. Ein
Nur einen Bereich haben wir hier noch. Ne, zwei sogar noch. Da ist auch noch einer. Komm, 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 komm. Ein Laser. Nichts Interessantes. Was haben wir hier? Noch eine Sniper. Und eine Shotgun. Besser als die hier? Nein. Die hat nur ein Magazin? Das ist ja recht Müll. Hier haben wir eine Shotgun. Das macht auch weniger Schaden als meine. Hm, nö. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Gott, der Laser ist doch da oben. Oh, viel Schaden hat er jetzt nicht gemacht. Dafür, dass er den ganzen Planet da zerstören kann? Okay. Da komme ich nicht rein. Hallo. Und hier spielt sich der ganze Zauber ab. Wo bist du? Verdammt, was ist das? Das hier speist das Auge der Helios. Es ist der Kern dieser ganzen Waffe. Wie konnte das Ding überhaupt so viel Energie generieren? Kommt her, ich zeig's euch. Sobald wir dieses Baby wieder unter Kontrolle haben, kann ich ganze Banditencamps auslöschen. Mit null eigenen Verlusten. Oh, klingt toll, oder? Ja, ganz toll. Das Ding aktivieren. Oh, Granatenmod, Granatenmod. Alles weniger als meine? Spawn 10 Blume, zerfällt immer ja klein. Das hört sich besser an. Diese eine Granate, die ich habe, die friert ja nur Gegner ein irgendwie. Nehmen wir die hier. Spaß für die ganze Familie. Ach, der Snowball ist das, ja, ja. Okay, kann ich nichts aktivieren? Was haben wir denn hier? Hallo Schätzchen, bist du da drin? Da drin? Was ist denn da drin? Was zum Teufel? Ist das etwa... Das Auge der Helios. Naja, eigentlich das Auge des Zerstörers. Dieser Kreatur aus der Kammer. Aber ich hab's an meinen Laser gehängt, um seine Kraft um das Zehnfache zu steigern. Weil ich so super bin. Du hast das Auge des Zerstörers zur Waffe gemacht? Das war es bereits. Alle eridianischen Artefakte sind Waffen. Ich hab nur gecheckt, wie es funktioniert. Okay, wie schalten wir das Ding ab? Vorsicht! Selbst ohne das Auge ist dieser Reaktortyp extrem instabil. Du fütterst ihn mit etwas, das seine Kraft noch verstärkt, oder? Abfälle aus der Iridium-Raffinierung. Manche Wissenschaftler nennen es Slack. Okay, tu genau, was ich dir sage. Dann kann nichts schiefgehen. Bring drei der Flussregler in die Hauptposition und kehre das Energiedifferenzial um. Drück das Dings, bis du Lila siehst, und dann drück das Dings nochmal. Sag's doch gleich. Ja, Zerstörer, den habt ihr nicht gesehen, auch nicht in Borderlands 2. Das ist der Endboss in Borderlands 1 gewesen in der Story-Geschichte. Maxi, bist du ganz sicher? Alter. Ist irgendwas mit dem Auge? Max, ich gebe dem Auge immer nur ein klein wenig Slack auf einmal. Bist du sicher, dass... Es schadet dem Augapfel nicht. Vertrau mir, Sugar. Hör.
Oh! Moxie, das Auge flippt aus! Wenn der Laser von diesem Slag gespeist wird, müssen wir so viel wie möglich davon zurück ins Auge leiten. Der Energieüberschuss wird eine Sicherung auslösen und dann können wir alles deaktivieren. Das wird dem Auge nicht gefallen, aber es wird nicht beschädigt, Schätzchen. Ja, okay, aber es zieht mich schon ran. Genau wie ich sagte, die Sicherung ist ausgelöst. Wir können rebooten und dann gehorcht der Laser dir. Okay. Nicht, dass du ihm eine Überdosis gegeben hast. Und das Auge sozusagen jetzt tot ist. Was auch immer, keine Ahnung. Warte, nicht den Schalter drücken! Was ist denn? Wenn sich das Auge während des Reboots komisch verhält, will ich nicht in der Nähe sein. Dank der Sicherung kann nicht viel passieren, außer dass es sich abschaltet. Na, ich stimme zu, nicht zuzustimmen. Los, zurück zur Kommandozentrale. Jetzt, wo die Sapenudel tot ist, kann ich den Laser auch von dort aus rebooten. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, die Schurken ist tot, wir retten den Mond und die Kammer voll mit coolem Alien-Zeugs ist anscheinend bereits offen. Stell den Laser ab, dann kann der Spaß losgehen. Die Suche nach der Kammer. Bitte, Alter vor Schönheit. Reboot-Sequenz eingeleitet. Steuerung wird zurückgesetzt. Reboot in 5, 4, 3, 2, Abschaltung abgebrochen. Ungültige Energiekonfiguration. Na toll, und jetzt? Jack, es tut mir leid. Mir nicht. Achtung, Singularität entdeckt. Oh, was ist denn jetzt los? Ganz toll, Leute. Was macht Maxine? Verdammt, was machst du denn? Ich fall dir in den Rücken. Ich versuche, dich zu killen. Beides Dinge, die ich schon längst hätte tun sollen, du machthungriger Psychopath. Wie meinst du das, Maxine? Wie hast du überhaupt... Ich hab dich beobachtet, Jack. Und hinter diesem Lächeln, hinter deinem Heldenkomplex, stimmt was nicht mit dir. Wenn du die Helios lebend verlässt, wird das vielen anständigen Menschen leid tun. Nein, 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 nein! Verdammt, ich hab dir vertraut, Maxi! Weißt du, was du getan hast? Du hast uns gerade alle getötet! Wohl, Sugar. Das Auge! Oh, das war ein Einzelstück! Was hätte ich damit alles machen können? Oh, verdammte Lügner! Verdammte Feiglinge! Alle nicht besser als Banditen! Ich glaube, du bist mad, oder? Kann das sein? Oh, was haben wir denn hier? Das Schild garantiert nicht. Aber die Granate... 246? Was? 246? Achso, ich bin auch blöd wieder. Zerschlägt Atemmasken, verursacht bei Duellen 50 Sauerstoffschaden bei Gegnern. Verursacht eine Standardexplosion. Alles zu seiner Zeit. Wenn es soweit ist, erledigen wir sie alle. Jetzt müssen wir erstmal vor ihnen bei der Kammer sein. Die blöden Bastarde wollen wahrscheinlich ihren Inhalt zerstören. Sape, dann sagte ein Haufen Chemieabfälle. Hat sie damit Dahls alte Backerberg-Raffinerie gemeint? Geh zurück zur Mondoberfläche und sieh nach. Dort muss irgendwas sein, das uns zu der Kammer führt. Ja, aber... Was ist dort oben los, John? Die Messwerte sind... Halten Sie die Klappe, Tassata! Halten Sie die Klappe! Meine Ex und Ihre zwei besten Freunde wollten mich gerade umbringen. Und das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein seniler Sack, der mir ins Ohr heult. Wenn ich von Ihnen noch einmal etwas anderes höre als Super Jack oder ich schicke Ihnen einen großen Sack Geld, dann greife ich durch meinen Echo-Communicator und pule Ihnen die Augen aus dem Kopf. Ist das klar?
Dankeschön. Wiederhören, John. Wiederhören! Danke für den Anruf. Kann ich dann nicht? Wilhelm, du hast Elpis und Pandora gerettet. Wie fühlst du dich? Zorn. Schmerz. Es werden noch viele sterben, bis ich hier fertig bin. Nach deinem Mordversuch an uns reisten wir zu Sarpedons Raffinerie, um die Kammer zu suchen. Wieso? Du hattest den Mond doch gerettet. Wieso bist du nicht gegangen? Ich sollte eine Kammer finden. Ich mache keine halben Sachen. Außerdem hatte Lilith versucht, mich zu töten. Wenn sie zur Kammer wollte, wollte ich sie stoppen. Ja, tut mir leid, dass ich dich killen wollte. Tut es nicht. Nein, tut's nicht. Moxie wollte also Jack töten? Hat sie mir nie erzählt. Sie hat Schichten. Sie ist wie eine Zwiebel mit Brüsten. Moxie hält ihre Karten ziemlich dicht vor der Brust. Was bei ihrer Körbchengröße etwas heißen will. So, hier ist irgendwo ein Aufrufezeichen. Jetzt ist die Frage, wo das hier ist. Ist es hier unten irgendwo? Irgendwas verpasst geht's hier noch. Ich wollte jetzt erstmal wieder Nebenquest starten. So, da kommen wir ja nicht rein. Da war das Auge des Helios. Aber hier ist auch kein Gang nach unten. Nope. Es muss entweder... Es geht direkt hier. Also über mir kann es nicht sein, weil hier ein großes Loch ist. Also das heißt irgendwo und... Alter, bin ich scheiße. Ich stehe genau drauf. Glaubst du wohl selber nicht dran, Jack, oder? So, warte mal, ich will mal die neue austesten. Wo ist sie denn? Da? Nee, da. Ja, passt schon. Ich denke, beim Nahkampf wird dies ziemlich gut sein. Warum seid ihr überhaupt noch auf der Station? Euer Boss ist tot. Also Sabaddon. Ich habe eine Iris gefunden. Glaub nicht, dass die noch zu gebrauchen ist. Danke für deine Meinung. Jetzt weiter. Los!